Mit Pauken und Trompeten zogen am vergangenen Wochenende die Fanfarenzüge in die Teterower Innenstadt ein. Der ortsansässige Verein der Teterower Schalmeien hatte anlässlich des 25-jährigen Jubiläums befreundete Fanfarenzüge zum 4. Teterower Musikfest eingeladen. Ja, die Teterower Schalmeien feiern und wenn sie feiern, dann feiern sie richtig. Sie feiern ihr 25-jähriges Jubiläum. Und das ist ein Grund, viele, viele Züge einzuladen, mit denen wir befreundet sind, um gemeinsam zu musizieren. Es werden also 18 weitere Züge mit uns gemeinsam musizieren. Spielmannzüge, Fanfarenzüge, Blasorchester und Schalmeien natürlich auch. Und das geht heute um 13 Uhr los und wird sich bis 0 Uhr hinziehen. Also rund um die Uhr immer 20-minütige Programme. Und das Gleiche geht morgen weiter. Morgen gibt es mit Frühschoppenkonzerte bis abends dann oder bis 17 Uhr das große Finale stattfinden wird. Also Musik ohne Ende. Ein geräuschvolles Spektakel, das zahlreiche Zuschauer auf den Marktplatz lockte. Musikalisch vom Gastgeber empfangen, nahmen 18 Spielmanns- und Fanfarenzüge Aufstellung vor dem Rathaus. Bürgermeister Reinhard Dettmann ließ es sich nicht nehmen, die Gäste in der Stadt Teterow willkommen zu heißen. Anschließend gab jeder Zug eine Kostprobe seines Liedrepertoires zum Besten. Dann begann sich der musikalische Lindwurm in Bewegung zu setzen. Hintereinander zogen die Musikanten entlang der Malchiner Straße durch die Innenstadt. Umgeben von den alten Teterower Stadthäusern, ein sowohl sehens- wie hörenswertes Ereignis. So trieb es viele Anwohner vor die Türen oder ließ sie zumindest Sicht- und Lauschkontakt suchen. Im Takt der Trommeln zog sich der Marsch durch das Malchiner Tor, um kurz darauf die Runde zurück in Richtung Rathaus zu machen. Traditionell herausgeputzt und choreografiert präsentierten sich die marschierenden Musikanten den Schaulustigen entlang der Wege und Gassen. Über den Marktplatz und durch das Rostocker Tor ging es in Richtung Festzelt, stets begleitet von einer klanggewaltigen Geräuschkulisse. Und so schnell sich die Innenstadt leerte, so schnell füllte sich der Stadtpark rund um das Festzelt. Das vielfältige musikalische Angebot wurde von vielen Teterowern begeistert angenommen. Ja, unsere Erwartungen erfüllen sich zusehends. Das Zelt ist voll. Wir haben gestern bereits schon ein sehr gut besuchtes Jubiläumskonzert gegeben. Heute wird es sich genauso füllen. Es ist jetzt schon gut besucht und wir denken, das Wetter ist gut und die Leute werden zu uns kommen. Also Platz ist ohne Ende und wir würden uns über jeden freuen, der mit uns feiert. Ein volles Festzelt und die Unterstützung durch Stadt und Einwohner. Gute Argumente, um über eine weitere Auflage des Teterower Musikfestes nachzudenken. Das kann passieren, vielleicht in einigen Jahren. Der Aufwand ist immens. Und ja, es sind eigentlich viele junge Leute, die bei uns die Organisation in den Händen halten. Und ich denke, dass es da auch zukünftige Auflagen geben wird. In Teterow darf man sich also auf eine Fortsetzung der Festlichkeiten freuen. Das taten auch die Besucher und Musikanten. Mit dem festen Vorsatz, die Veranstaltung erst zur späten Stunde ausklingen zu lassen.